Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von H1Z1. Und mit dabei sind die müden Danu und Matze. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen, ne? Genau. Wir müssen uns ja von dem Strapazen vom letzten Mal noch erholen. So ist es. Das war ja alles nur ein Traum. Also dieses ganze Erlebnis da am Supermarkt und so, ja, das war... Das habt ihr auch alle nicht gesehen, ist ja auch nicht dokumentiert. Das war nur ein blöder Albtraum. Ihr seht ja, wir sind ja jetzt auch ganz anders ausgerüstet. Wir sind einfach aufgewacht und waren wieder ausgerüstet. Das war einfach nur ein dummer Albtraum. Oh, nein. Mittlerweile bin ich sogar... Very tired. Very tired. Hoffentlich kommst du noch an, ohne umzukippen. Koja, schau mal vor auf den Matze. Du siehst jetzt über den Matze auf dem Pfeil. Ja. Tatsache. Er kennt also jetzt eindeutig die Gruppe besser. Tatsache, der Fall nervt zwar fast ein bisschen, aber das ist immerhin schon mal ein Fortschritt. Das ist wurscht, du siehst ihn viel schneller. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, wie gut, ich kann keinen mehr töten. Jetzt hast du keine Ausrede mehr für Pfeile im Kopf von uns. Ja. Moment. Ich will gerade mal was gucken. Bleib mal da so stehen, Matze. Das wird schon wieder nicht gut, ich merke das jetzt schon. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe mir auch gerade gedacht. Ich wollte nur gucken, ob es durch die Waffe, durchs Fernrohr auch zu sehen ist entsprechend. Das ist aber auch alles angezeigt. Also sehr schön. Ja, da ist der Pfeil viel kleiner. Wir haben uns ein bisschen im Offscreen ausgerüstet, wie ihr unschwer merkt. Und wollten euch das nicht antun, dass wir jetzt wieder ganz von Null anfangen. Jetzt sind wir wenigstens wieder ein bisschen ausgestattet. Ein Rucksack Matze, fehlt mir noch. Ja, wisst ihr, was der Matze gefunden hat? Sag's. Eine Spool of Twine. Nein. Ui. Doch. Oh. Ja, sehr geil. Dann könnten wir uns eigentlich direkt den Rucksack machen, ne? Habt ihr jeweils einen? Ein Tausender haben wir. Ich habe einen Tausender. Ja, also ich meine, oh, ich habe einen Kompass. Das ist schön. Oh nein, das nimmt doch kein gutes Ende. Meinst du, wir sind zu erfolgreich? Nee, du kannst doch nicht navigieren. Denk daran, als ich dir das letzte Mal den Kompass gegeben habe. Was? Darauf ich habe euch ganz zielsicher überall hingeführt. Es tut nicht so. Ja, wir haben ein Auto gefunden. Ja. Wir sind damit zu Zims. Und dann haben wir geträumt. Alles andere ist nie passiert. Alles andere ist nie passiert. So ist es. So ist es. Ja, hier, dann sollten wir uns echt den Rucksack jetzt direkt bauen, ne? Ja, wobei das Baumaterial liegt in der Kiste. Trotzdem, oder? Dann, weil wir wollten jetzt eine Loot-Tour machen, aber mit Rucksack lootet sich's dann doch ein bisschen angenehmer. Ja, klar, geh mal schnell zurück. Macht Sinn. Ne? Ja, aber das loote ich jetzt noch schnell fertig, die Butze hier. Ja, ja, ich mach nur. Kümmern wir mich hier draußen um die Nachbarn. Ist ein Auto im Ottomane? Nee, ne? Was? 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 Frag nur, ob ein Auto im Ottomane ist, weil da doch immer so Dinge drin liegen, die nicht reinpassen. Nein. So. Egal, was du jetzt meintest, nein. Man findet doch immer Teile im Ottomanen, die da eigentlich nicht reinpassen. Hui. Schön in den Lauf. In den Lauf, ja, in den Schleich. Bist du nur neidisch? Total. Ja, nee, aber das ist doch jetzt top. Dann gibt's einen schönen Rucksack. Keine Ahnung, ihr könnt mir auch einen Tausender geben. Nehmt ihr einen dicken, mir ist eine Wumpe. Ja, wer hat denn die Spool of Twine gefunden? Junge. Ich meine, hat er jetzt das richtige Geschlecht erraten? Ja, aber nur zufällig. War einfach eine Chance von 50-50. Ja, vorher warst du komplett daneben. Dann gucke ich doch mal, ob ich so ein Ding hinbekomme. Müssten wir doch, wir haben doch noch ein bisschen, Ach, die Tür hat mich von der Treppe runtergestoßen. Brauchst noch Stickies, ne? Nee, habe ich hier auch noch Zeug drin zum Herstellen. Irgendwie komme ich mit diesem Bogen nicht mehr klar. Ich brauche dringend so einen Composite Bow. Oh, eine Camo Tan Cap. Ja, Wahnsinn. Das ist. Brauchst du noch irgendwas, Matze, oder hast du alles? Also, Backpack Frame geht. Framed Backpack fehlen mir Scrap of Clothes, würde ich sagen. Da habe ich jetzt mittlerweile 8 Stück, also kann ich dir wiedergeben. Die Frage ist gut, Danu. Ich leg dir einfach 8 Stück hin. Dann ist gut, oder? Die reichen noch. Moment, irgendein Zombie höre ich. Was mich wundert ist... Ja. Das sind viele Zombies, das war doch vorher nicht so. 3 Stück reichen. Wo ist, ich leg dir einfach irgendwo welche hin? Das ist hier, weil hier Zombie. Sekunde, ich komme sofort.
hinter dir ist der Kohl. Ja. Also 3 Stück, mehr nicht. Ja. Aus dem Rest solltest du dir lieber ein paar Bandages machen. Ja. Ich habe mir schon wieder ein paar gemacht, aber... Kann ich auch gerade nochmal nachschmeißen, hast schon recht. Ich bin lustigerweise eingeloggt tatsächlich mit 20 oder 22, weiß nicht mehr, Prozent Leben. Das war ein bisschen shocking, obwohl ich nicht das jetzt in Erinnerung hatte, dass ich so ausgeloggt wäre. Aber, ne? Wieso? Hier fällt jetzt gleich ein Framed Backpack, ein Orange Backpack runter. Oh. Und ein Branch, den musst du jetzt nehmen als Dankeschön. Was? Soll noch dafür Danke sagen, dass du mir deinen Müll gibst und du den tollen Rucksack nimmst? Oh ja. Sag Danke. Danke. Geht doch. Oh Mann. Sind ja auch bei eBay versteigern können. Ja, so sieht's so aus, ja. Bei Zombie Bay. Zomb eBay, oder was? Zomb eBay, genau. Oha. Oh Gott. Ich hätte gerne ein Auto, das dauert ja alles so lang, diese Wege. So, die Herren und Damen. Gehen wir wieder zurück. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir... Wie stellt man das am dümmsten an? Also wir hatten ja eigentlich überlegt, eventuell zum Damm aufzubrechen. Das ist allerdings echt ein Stück. Ja. Also ich hätte eine Idee, wenn du sagst am dümmsten, dann laufen wir einfach so, wie wir sind, mit nach Pleasant Valley rein und picknicken. Mhm. Okay. Oder Polizeistation. Matze biegt dann jetzt links ab, wir laufen rechts. Es wäre ziemlich dumm. Mir keine Optionen. Ich geh ins Haus. Kann ich auch Option C wählen? Nee, also jetzt bin ich mal echt noch kurz am überlegen. Wir sind hier, wenn wir jetzt hochlaufen, kommen wir auf den Hunter's Drive. Dann würde es links Richtung Sims gehen. Das ist eine ganz dumme Idee. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich von hier, wo wir sind... Super, es wird dunkel. Nach Süden. Dann schaffen wir es eigentlich. Komm, lass uns einfach nach Süden. Ich habe ja einen Kompass jetzt. Oh, 2x45er Round beim wir Zombie. Wir sind verloren. Nee, Mann. Mach ich. Was habt ihr eigentlich für Waffen? Eine ohne Muni. AR-15. AR-15. Wolltet ihr nicht vielleicht Munition bauen? Ja, kann ich aus 2,45er Round jetzt auch nicht unbedingt. Ach so, ich dachte, ihr hättet mehr noch. Was hast du, Matze? Ich hab die AR mit 5 Schuss. Deswegen mache ich auch ein paar Zombies platt hier. Ich will mehr. Okay. Ja. Hey, weißt du, wir nehmen kaum auf, schon geht die Sonne unter. War wieder klar, also. Ich hätte ja mit Regen gerechnet. Boah, das wäre auch so schlimm. So wie off. Marauder Crate habe ich irgendwie ja, bekommen. Ja, ich habe das irgendwie auch angezeigt. Ich glaube, da brauchen wir aber wieder einen Schlüssel, für den der echt genau. Geld zahlen muss. Na toll. Ja, ne? So, wir verlassen jetzt hier die Straße und halten uns weiter Richtung Süden, quasi dieser imaginären Baumreihe da folgen. Der hat so geklungen, als hätte er mich getroffen, der Pfeil. Der hat mich auch getroffen. Voll in den Zombies. Hat dich echt getroffen? Ja, egal. Nee, ich habe noch Health 100. Aber es hat so geklungen, als wäre der ist genau in mir vorbei und hat dann so fleischig geklungen. Weißt du, so als würde er so richtig schön ins Blut zuppen. Kurz ein paar Beeren essen. Na gut, dass du nicht gesagt hast, schnell. Nee, nur kurz. Das dauert dann bei Matze ungefähr 5 Minuten. Nee, hat geklappt, bin fertig. Wow. Mal gucken, ob wir ankommen. Da müssten wir jetzt eigentlich auf den Efron Highway treffen. Geht ja gar nicht anders, wenn wir stark Süden laufen. Genau. Müsste das eigentlich. Ist die Theorie. Genau. Wir kriegen es auch wieder anders hin. Ich habe nur überhaupt gar keine Ahnung, was uns dort erwartet auf diesem Stück. Ja, werden wir sehen. Ob da noch irgendwo irgendwelche Hütten kommen oder so. Dann wird es ja Zeit, dass wir es rausfinden. Auf jeden Fall ist da eine Basis. Und zwar keine kleine. Die ist aber auch komisch positioniert. Man kann es auch genau so machen, dass es so offensichtlich ist, dass es jeder sieht und keiner dran geht vor Respekt. Ja, oder dass man schöne Rundumsicht hat. Da ist ein Camp daneben.
Und viele Zombies. Sehr viele Zombies. Ich habe 50 Pfeile. Viel zu viele Zombies. Für meinen Geschmack. Für meinen Geschmack, dass es hier ruhig sein könnte, dass hier keine Spieler sind, sind mir hier zu viele Zombies. Hier muss irgendwas vor kurzem Krach gemacht haben, oder? Was? Was schlägt der denn für Haken? War das ein Zombie-Kaninchen? Oh Gott, und wir. Halt mal still. Dankeschön. Lootest du, Danu? Hab schon, ja. Er hat Rounds gehabt. Wir gehen eng zusammen da durch. Ja, durch weiß ich nicht. Lass uns mal ein bisschen links halten. Ja doch, aber wir sollten zusammenbleiben. Das meine ich halt. Ost wäre gut. Ein bisschen nach Ost ist nicht schlimm. Achtung, kommt nicht zu mir. Ab dann. Jo. Also der, den ich zerlegt hat, der hat auch gerade Rounds gehabt. Wir gehen mal so ein bisschen nach Ost. Ich krieg die mit der Kappe. Achtung, Zombie. Na. Ne? Der hat auch einen im Kopf. Kriegen wir den wieder raus? Also ich habe nicht so viele Pfeile. Ich weiß nicht, wie viel ihr habt. 50. 41. Ich sehe schon, gleich hat einer von uns einen Pfeil im Kopf. Wir müssen halt einfach ein bisschen aufpassen, ne? Ich würde sagen, wir müssen einfach mal laufen. Lass uns zum Camp. Ja, aber hin und wieder muss man, glaube ich, auf dem bleiben und so kleine Salven abfangen. Erinnerst du dich noch? Bevor es zu viele werden. Das ist hier, wo wir mit Sunny und Schilling damals immer looten waren. Das sind diese Camps, wo wir unsere Basis in der Nähe hatten. Oder? Nee, sind sie nicht. Was ist das denn hier für ein Ding? Doch, das ist so ein Camp. Das ist so ein Camp. Hier sind auch wieder Zombies. Hier lag immer reichlich Muni. Wir laufen einfach mal schnell durch. Okay, guter Schuss. Wer auch immer. Danke. Schaut mal, 380er braucht keiner. Doch, nee, 380er nicht. 38er habe ich. Hier liegt eine Machete noch. Ich weiß nicht, auf was du für eine Waffe noch hast, Matze. Eine Hatchet. Dann nimm dir lieber die Machete. Au! Matze, ich bin dir gerade in den Weg gelaufen. Ja. Oh, da kommt ein Motorradhelm gelaufen. Oh, Vorsicht dann. Hat's bei dem Kopf. Brauch ein bisschen mehr, ja. Scrap Metal habe ich mal 4. Haltet ihr ein bisschen die Zombies, dann mache ich hier. Probieren, ne? Kommst du klar mit ihm, ja, ne? Ja, der hängt so ein bisschen hinter der Tür fest, aber ging nicht. Ja, hier kommen jetzt nochmal 3, 4, 5. Braucht der nicht noch irgendwie einen Motorradhelm? Ja, ich habe keinen, aber ich. Okay, kriegst du einen. Was ist es denn? Rot, weiß? Rot. Rot. Dann verzichtig. Ich stehe nicht so auf die Zielmarkierung. Aber du hast doch gesehen, wie schön das in der Nacht ist. Ich glaube, es ist besser, einen zu haben, als einen in der falschen Farbe. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Schuss ist so oder so tödlich, also von daher hilft das nicht wirklich. Gut, also ich glaube. Lass uns weiter nach Süden. Ja, ich kann gerade nicht weg. Okay, komm, einfach laufen. Nicht mehr weiterballern. Hier war doch noch so ein Camp. Das war. Warte mal, wie war denn das hier? Kannst du dich noch erinnern? Nee, ne? Nö. Ah, ist zu lang her. Ja, bevor ich hier die ganze Zeit Mutmaßungen anstelle, gucke ich einfach. Matze, kannst du kurz aufpassen, wenn ich mich verbinde? Ja. Gib den Pfeil her! Gib den Pfeil her! Mann, geht doch. Danke.
Oh. Oh, Blue Fullface Respirator. Wie ist der Kohle da rübergekommen? Einfach laufen. Übers Wasser. Na komm. Kommt hier bitte rüber? Nee, ich bin gerade noch am Looten. Alle da? Yep. Dann weiter. Kommt doch schon was, ich höre doch was. Egal, lauf. Die sind schnell. Deswegen ist egal, lauf gar nicht die beste Idee. Doch, doch, ist es. Zwischendrin einfach mal in die Büsche greifen. Ham. Ham. Aber hier sind gut Zombies unterwegs, das muss man mal festhalten. Ja, und die sind auch alle an mir dran gerade. Lauf doch. Ei, nicht lauf doch. Ah ja, Mensch, wenn du da hinten noch stehen bleibst, sind sie natürlich an dir dran. Oh ja, es gibt Momente, da muss man sich mal verteidigen. Sorry. Hier müssten doch eigentlich Hütten gewesen sein. Naja. Die haben nämlich alle von dir abgelassen und auf mich umgedreht und kamen mir entgegen. Ja, dann trotzdem laufen. Ah ja, aber wenn sie auf mich einschlagen, ist halt nicht so einfach. Stimmt, es ist als Zweiter oder Dritter nicht so leicht. Ja, und ich habe jetzt, glaube ich, 10 oder 15 hinter mir. Solange sie hinter dir sind, ist auch gut. Naja, und alle, die ihr aufgescheucht habt, sammle ich gerade noch ein. Wir können aber nicht jeden Einzelnen töten, das geht überhaupt nicht. Nein, das sage ich ja auch nicht, um Gottes Willen, aber... Oh, Holz, das ist gut. Die sind so laut. Jetzt bräuchte man mal einen Bären. Der würde die erstmal beschäftigen. Oder der Bär uns. Ja. Aber das ist echt praktisch mit den Markierungen jetzt, ne? Ich hätte richtig Lust, mal mit der AR da reinzuhauen. Ja, das macht's. Das macht's nicht besser, glaube ich. Du weißt es nicht, du hast es noch nie getan. Matze, erinnere dich an das vorletzte Mal, wie wir offline gespielt haben und wie viele Zombies wir dann auf einmal da hatten. Ist hier das... Ich muss jetzt gerade mal doof gucken. Nee, hier dürfte doch eigentlich gar nicht das große Gebirge sein, oder? Nö. Nee. Warum ist hier so ein Riesenberg? Matze, du siehst unsere Markierung irgendwo? Ja, ja. Ja, ich hab euch... Ich hab gerade kurz umgedreht. Ich habe beide Markierungen noch gesehen. Müsste doch eigentlich mal der FM Highway kommen. Aber das wird hier mit den Zombies nicht mehr besser, ne? Und beim Damm sind ja auch so elend viele gewesen. Müssten ganz schön ruhig geworden hinter mir. Ja, bei mir brüllt es noch ab und an. Nur weil ich hinter dir bin, Matze. Hast du sie alle im Gepäck jetzt? Ja. Naja, alle nicht, aber ein paar.
Vorne ist, glaub, eine Straße. Und dann suchen wir uns da ein Haus. Oder jeder eins oder wie auch immer. Und versuchen da reinzukommen. Mein Charakter fängt an, schwer zu schnaufen. Ich werte das mal als kein gutes Signal. Korrekt. Aber meine Stamina ist noch überhalb voll. Ah, geht jetzt gut runter. Mal gucken. Da kommt doch eine Hütte. Ich sehe leider keine. Wo? Nee, doch nicht. Da vorne ist der, ist die Brücke zum Damm und da sind Hütten in der Nähe. Also von daher. Muss ich nur überlegen, war das links oder rechts die Hütten? Links müsste auf jeden Fall die Kirche kommen, nach einiger Zeit, aber. Ja. Boah, schnauft der schwer. Das ist, glaub, wirklich nicht gut. Links, rechts, links, rechts. Rechts. Rechts auf dem Affen Highway. Oh Gottchen, schnauft der hier. Hechelt mir da ins Ohr. Haben wir die Zombies überlebt? Jetzt kommt ein Auto von vorne und fährt uns über den Haufen. Das wär's. Drei spitze Schüsse. Sie nicht gleich so schwarz. Seht doch dann nicht, Danu. Wenn man das so ankündigt. Okay, pass auf. Die Hütten sind uns. Wer geht in die rechte? Ich gehe. Ja, ich gehe nach hinten durch in eine hintere Reihe. Ich glaube, ihr habt mehr Zombies an der Backe. Die zweite hier. Ja. Die hat keine Tür. Gar keine? Nö. Ein Versuch rüber zu kommen. Wow. Geh in den Wohnwagen. Ah ne, hier. Ich nehme eine Hütte. Noch eine andere. Ja, ansonsten kann ich es immer noch mit dem Wohnwagen probieren. Scheiß Vieh. Scheiße, die hat hinten auch keine Tür. Meine schon. Wenn das packt, kommt in die erste Hütte. Ich hab's geschafft, ich bin safe. Ich auch. Ja, also sie kommen nicht durch bisher und wenn doch, dann hau ich halt ab. So, dann denk dran, nochmal Pfeile nachzubauen. Ja, ich hab, glaube ich, für gefühlt 80.000 Pfeile jetzt Holz dabei. Ja, ich hab ungefähr 50 am Ende. Verdammt, der baut ja nicht weiter. Schön, oder? Ich habe ja so eine Hütte, wo gar nichts zu looten drin ist. Das ist ein Auto, oder? Wie ein Auto? Nee, warte. Scheiße, doch. Auto. Scheiße. Dann sind wir jetzt geliefert. Wo seid ihr? Im ersten Haus. Ein Auto auf dem Platz. Ist es auf dem Platz gestanden? Steht immer noch da. Es mäht die Zombies nieder. Es steht. Es fährt Zombies nieder. Ja, wenn bei meiner Türe was reinkommt. Nee, da kann noch nichts rein. Die sind noch nicht ausgestiegen. Ich sehe das Auto. Der fährt einfach immer nur Zombies hoch und runter. Der weiß aber auch nicht, was er macht. Weil die stehen natürlich immer wieder auf bei der kleinen Geschwindigkeit. Jetzt sehe ich ihn gleich nicht mehr, nee. Dann packe ich schon mal meine AR aus. Ich habe meine Waffe auch schon. Noch fährt er hin und her Zombies platt. Vielleicht sollte man durch den Hintereingang raus, solange der beschäftigt ist. Dann sieht er uns erst recht. Ich vermute, es da ist läuft nur eine. Wer lief über den Platz? Wart ihr das? Nein, da, da waren sind nur Zombies auf dem Platz. Dann ist er von meiner Hütte. Der sitzt immer noch im Auto, also. Nein, hier läuft einer rum. Vor meinem Fenster. Okay. Wenn was reinkommt, schießen. Ich habe mich zumindest jetzt mal in einen toten Winkel gestellt, wo man mich von keinem Fenster aus sehen kann. Sehe nichts und niemanden, ich bin draußen. Könnt ihr fliehen? Nein, der ist gerade vor meiner Hütte.
Einer tot. Hast du ihn getötet? Oder was? Ja, hab ich. Das heißt aber, jetzt wissen sie, dass irgendwo da ist. Ist okay. Der Schnurstracks in meine Hütten reinkommen. War ein guter Schuss da, nur würde ich sagen. Was sagt die Chance ist? Ich glaube, das Auto ist weg, oder? Auto ist weg, ja. Ich gehe mal raus und guck mir das an. Okay. Ist der abgehauen, oder was? Keine Ahnung, der Mar CKI, was weiß ich, wie der heißt, liegt immer noch da. Sein Loot Auto ist noch da. Noch ein Schuss? Nicht von mir. Oh ja, bist du das? Ja. Ja, dann sag das doch. Kann man rauskommen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe den im Auto angeschossen. Ich weiß nicht, ob das tot ist oder nicht tot ist. Ich habe ihn auf jeden Fall derb getroffen im Auto. Er hat gezuckt, das habe ich gesehen. Aber ob der dann tot ist oder nicht, weiß ich nicht. Das Auto ist auf jeden Fall so gut wie im Arsch. Wo ist denn das Auto? Ich sehe es nicht. Irgendwo rechts bei der Brücke. Es ist quasi weg von der Straße. Da geht ja noch so eine Brücke weg ins Land sozusagen. Scheiße, wenn ich jetzt wüsste, ob der tot ist. Nee, ich glaube, da läuft noch einer rum. Ich habe den in den Kopf geschossen, durchs Fenster. Ich weiß natürlich nicht, was das abhält. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal raus und gucke mir das an. Ich bin ja gut bewaffnet. Auto fährt immer noch. Wollte gerade sagen, der ist eingestiegen, oder? Ja. Okay. Ist er abgehauen, oder? Weiß ich nicht. Ja, der ist weg, der ist abgehauen. Ja, das Auto fährt gerade weiter. Dann okay. Gehen wir raus und looten mal schnell den anderen. Kommt's mal ins erste Haus, ja. Sagt's mal hier, das heißt, die reinkommen. Ich komm rein, gleich. Ins welche? Ins vorne an der Ecke? Das allererste. Okay. Ja. Die Tür Sekunde. Vorne ist offen. Ja, kommen wir auch gleich, Sekunde. Scheiße, habe ich ihn nicht richtig getroffen, scheint's. Oder durchs Auto. Achtung, jetzt. So, Tür zu. Matze, bist du schon noch mit rein? Achso, ich dachte, Matze wäre schon drin. Das klang eben so. Ich habe mir seinen Military Backpack genommen. Ist das hier sein Lootbeutel, sein großer? Oh. Ja. Nice. Ich schmeiß da mal den Motorradhelm auch runter, nimm ihn. Braucht jetzt noch wer einen 1000er Rucksack? Nee. Das war ein guter... Ja, der war ganz okay. Das ist mir auch was Interessantes, ja. Ich nehme jetzt die Gasmasken. Tactical Googles, ach so. Was sind das denn? Ja. Egal. Da ist eine 1911er drin, wenn die jemand will. Ich würde auf jeden Fall mit den Recurve... Gut, das war der Recurve Bow. Der Recurve Bow ist jetzt leider mir. Da ist noch Duct Tape drin, das sollte noch einer von euch nehmen. Damit wir uns eine Rüstung bauen können. Und die 1911er ist noch drin. Was heißt Gearlampen? Brennt er mal seinen ganzen Schrott hier? Ja, da habe ich noch gar nichts gelootet in dem Haus. Ich war die ganze Zeit da hinten im Eck und habe... Völlig okay. Ich bin... Jetzt schaue ich noch, ob die zurückkommen. Eine AR-15 liegt hier. Nett. Aber die, dazu bin ich nicht gekommen. Die braucht ihr nicht mehr, ne? Er hat 8 nee. Metal Sheets dabei. Ja, ich nimm's. Ich, Pleasant Valley Area Map. Ja, nimm's. Ich habe noch 4 Blackberry Juice auch von ihm. Ein bisschen was habe ich ja schon genommen gehabt. Gut. Schade, dass ich den anderen nicht erwischt habe. Das hat scheinbar das Auto abgefedert, weil ich habe eigentlich ziemlich sicher auf den Kopf gezielt und er hat auch gezuckt im Auto. Das hat man deutlich gesehen. Es reicht dann scheinbar nicht, um einen zu töten. Gut, ich muss auf jeden Fall... Nichtsdestotrotz, wir sollten jetzt hier weg, weil die wissen, wo wir sind. Wenn die Verstärkung holen. Ja, aber ich muss trotzdem schnell noch hier was essen und mich aufpäppeln. Ich bin ganz unten mit allem. Brauchst du was zum Trinken? Nee, ich habe alles da. Okay. Aber
ich steck noch im Loot und kann halt alles nehmen. Nimm den verdammten roten Helm. Wo ist er denn? Da am Boden. All-Purpose Googles? Ach, da ist er. Okay. Bevor du mit gar nichts rumrennst, du bist ja doch ein bisschen schwerer zum Umhang. Ja, vielleicht. Wer weiß. Matze, beeil dich bitte. Hat drei ich beeil mich. Ich tue, was ich kann. Ist die Metal Sheets noch rein oder einer von euch noch? Die 1911er ist immer noch drin. Die 1911er habe ich gleich im Gepäck. Sagst du, wenn du fertig bist? Übrigens, da hinten ist noch ein Recurve Pro. Er hat übrigens eine Tactical Body Armor. Ja, Mann. Nimm sie dir. Ich hab sie. Fertig. Dann nimm deinen Bogen da hinten noch. Wo? An der Wand. Kuya, bist du gerade drin? Ich bin gerade drin und schredder noch ein bisschen, ja. So. Den nicht? Da hinten bei der Türe. Da. So, und dann kann die Danu noch die Metal Sheets nehmen und dann hauen wir ab. Durch die Hintertür. Oh, ich bin tired. Scheiße. Ich bin tired. Das ist gar nicht gut. Hin. Ja, mache ich gerade. So, also viel ist jetzt nicht mehr da von ihm. Nee. Er wird sich geärgert haben. Jo. Es waren ja auch vielleicht keine Bösen, aber mittlerweile sind wir ja doch Er hat dich gefragt, warum so aggressiv. Aber was soll ich großartig fragen? Bist du böse? Ja, wenn ich es nicht bin, bist du es vielleicht. Eben, ja, wenn einer reinkommt ins Haus und mittlerweile, ich schieße auch erst, bevor ich frag. Achtung und los. Huch, Alter, hier ist ganz schön was los. Schiete, wie kommen wir da jetzt? Sorry, ich bin gerade was am Rätseln, wie wir am sinnvollsten zum Damm kommen. Wir gehen mal nicht auf der Straße wegen Auto und so. Ich glaube da vorne diese... Hast du jetzt die detaillierte Karte, Matze? Die Pleasant Valley, ja. Nur Pleasant Valley, nicht die... Ich hab's mir noch nicht angeschaut. Okay. Hier, liebe Leute, wie ich sehe übrigens gerade, wir sind bei über 30 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich mach gerade mal ein Endscreen an. Genau, ich habe Nerven. Es muss ja irgendwo sein. Ja, also, aber nett, lass einfach weiterlaufen und cutte es gleich zwischendrin. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt mal wieder ein bisschen actionreicher und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Denn das wird bestimmt nicht weniger brenzlig am Damm. Ohne Auto. Auto. Da vorne. Was, wo? Da ist er, der hat hier gerade gestanden. Ist jetzt die Straße runtergefahren. Verdammte Hacke. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hilfe. War das nicht das Gleiche?